Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update und Multiplayer bei Grand Dance Gaming Corner. Und falls ihr zufällig reinschneit, kommt ihr vor, dass ab und zu mal ein paar neue hier reinschnuppern, dann lasst gerne mein Abo da und läutet die Glocke, um nichts zu verpassen. Das ist ein Gameplay Sapiens. Wir leiten einen kleinen steinzeitlichen Stamm und bauen unser Städtchen. Und jetzt sehen wir hier, sind tatsächlich schon wieder etliche auf dem Weg. Hier runter ins Dorf wahrscheinlich. Naja, wir schauen mal. Also in der letzten Folge hatten wir ein bisschen Stress, weil ich habe hier diverse Arbeitsaufträge verteilt für eine Gruppe von, weiß ich nicht, 10, 15 Sapiens. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich von unten hier von der Stadt viele, viele da runtergelaufen sind. Und plötzlich war ich damit beschäftigt, hier ja so 20, 30, 50 Sapiens irgendwie davon zu überzeugen, dass es jetzt keine gute Idee mehr ist, kurz vor Schluss da hinzulaufen, sich auf einen weiten, weiten Weg zu machen, wenn es im Prinzip schon dunkel ist und demnächst Schlafenszeit, um da noch hinzugehen und einen Rasen zu mähen oder sowas. Das war ein bisschen stressig und ich denke, da muss ich, wenn wir also im Mid-Game oder schon ein bisschen Richtung Endgame jetzt nicht infiziert. Okay, aber die hat draußen geschlafen. Okay. Jetzt schauen wir mal kurz, wie viel wir da sind. Statistik 150. Bingo. Aber wir waren schon mal mehr. Das sieht man hier, ne? Wir waren schon mal 152 oder 153. Also wir haben die 150 geknackt. Und jetzt sehen wir, hier ist dasselbe Phänomen wieder. Die laufen hier hin, weil sie irgendwie hier die Straße sehen. Und dann laufen sie weiter und laufen hier runter. Was ja, ich meine, ich baue jetzt hier ja das Hüttchen. Und jetzt schauen wir mal, kannst du Thatch Building? Nee, kannst du nicht, aber wir können dich dazu verdonnern. Oh, kannst du Thatch Building? Ja, kannst du. Und er oder sie kann auch nicht Thatch Building. Tree Felling. Investigation, Planting, Thatch Building, Tree Felling. Also wir brauchen jetzt natürlich Leute, die hier unten diese Jobs machen können. Ne? Und vorrangig als erste Prio 1 ist jetzt in meinen Augen mal, dass dieses Dach fertig wird und die Betten hier fertig werden. Wir haben genügend Äste, wir haben ja nicht ganz genügend Heu, aber schon ein bisschen. Warum du hier stehst, verstehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich sag mal, geh mal doch hier runter und liefer mal den Ast ab, den du trägst. So. Okay, also da wird schon gebaut hier. Da werden die Betten gebaut. Das ist okay. Aber wichtig ist jetzt mal, dass hier da ist jetzt zum Beispiel, schauen mal, da ist jetzt zum Beispiel eine etwas ältere Dame hier, die das baut. Und ich glaube nicht, dass die von hier unten kommt. So, kannst du Thatch Building? Nein, kannst du nicht. Aber ich kann dich
zuweisen. Ich möchte, dass du das hier machst. Du musst es zwar jetzt lernen erst noch, das ist okay, aber du bist wenigstens vor Ort. Und hier bin ich mir nicht sicher, wo du eigentlich bist, ob die jetzt da oben erst kommt. Ne? Da sehen wir jetzt, das sind, ja, die ist im Anmarsch. Und kannst du Thatch Building? Nee, kann nicht. Die kann auch nicht Thatch Building. Da ist was. Digging. Investigation. Thatch Building kannst du eh nicht, weil du ein Kind bist. Dann was haben wir hier? Diplomatie. Und auch kein Thatch-Building. Oh, wow. Das ist Planting. Dann wenigstens Planting. Also wie gesagt, da kommen random irgendwelche Leute, hier ältere. Da bin ich also mit der Methodik, wie das hier läuft, bin ich, die sind gar nicht für die Jobs irgendwie qualifiziert, gehen da trotzdem dahin und sollen da irgendwas machen, Stone Carving, Tree Felling. Nichts von den Jobs, die da unten anstehen, für nichts sind die qualifiziert. Also wenn dann wenigstens da Leute selektiert und runtergeschickt werden, die einen dieser Jobs, die hier verkannt sind, ja, Rasenmähen oder wahrscheinlich ist es das Rasenmähen. Aber das Thatch Building, so. Was machst du hier? Du baust jetzt Building a Torch. Okay. Was machst du hier? Building a Haybed. Wir brauchen aber dringend eigentlich diese Dächer gebaut. Ich priorisiere die nochmal neu. So, was magst du jetzt zum Beispiel? Du solltest ja eigentlich ein Dach bauen. Was machst du? Du mähst jetzt einen Rasen. Okay. Ja, gut, weil wir haben kein Gras mehr. Okay. Das sehe ich ein. Das macht Sinn, dass hier Rasen gemäht wird, weil wir jetzt hier... Ja, vielleicht sollte ich mich einfach nicht einmischen. Das wird schon über den Tag abgearbeitet, denke ich. Dann haben wir hier noch Delivering Hay for Building a Torch. Der trägt jetzt von oben aus dem Dorf ein Heu runter. Und um es dahin zu liefern. Ne? Das ist schon witzig. Das ist schon witzig. Hier liegen noch eine Menge Fliesen rum. Die könnte man natürlich irgendwann mal noch sammeln. Das heißt, wir machen hier mal einen Teil. Teils. Und wir sagen hier... Sammel mal alles, was du hier am Fliesen findest, auf. So, jetzt sind die auch grün, das ist okay. So. Ja, wichtig ist mir jetzt, dass das Dach hier fertig wird. Und was zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder mal passiert ist, ich vermute, es hängt mit der Anzahl der Sapiens zusammen, dass wir also schon zu viel haben oder zu viel Jobs, ich weiß es nicht, dass die hier stehen und nichts passiert, ne?
Die stehen einfach nur da. Und es passiert nichts. Ich meine, das Baumaterial für die Dächer ist ja schon da. Das Problem ist nur, die Leute sind nicht da, die das bauen. Er baut das jetzt hier. Er baut jetzt hier. Okay. Tja, baust du das wirklich oder? Jetzt ruht er sich aus. Ich denke, es ist er hier, ne? Und jetzt stort er ein Bambus-Seed. Obwohl er eigentlich hier, also ist er das, eigentlich ein Dach bauen sollte. Oder ist er das hier? Schwer auseinanderzuhalten. Ne? Es könnte auch er hier sein. Also ich versuche das bloß mal jetzt im Moment nachzuvollziehen. Ja, das ist aber er nicht. Und jetzt mäht er Rasen. Und er hat jetzt ein Bambus-Seed gespeichert. Und jetzt geht er sich ausruhen. Also irgendwie bin ich ein bisschen, da kommt noch jemand, da kommt jetzt sie, delivering hay for building a thatch hut roof. Okay, das heißt sie kommt jetzt mit von oben, delivering hay for fuel a torch. Gut, weil haben da unten nicht genügend Heu. Und er ist derjenige, der hier building a thatch hut roof. Die kommen alle aus dem Dorf oben. Die kommen oben aus dem Dorf, um diesen Job zu machen. Und brauchen einen halben Tag, um überhaupt dahin zu kommen, um den Job zu machen. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig, hier diese Arbeitszuweisung, das ist absolut chaotisch, dass das hier so weit entfernt die Jobaufträge sozusagen da noch ins Hauptlager gehen. Das müssten Leute von hier unten sein. Oder da müsste das Ding rot sein oder gelb und sagen, hier gibt es kein Sapien mit dieser Ausbildung, kümmere dich drum. Ja? Weil ich habe ja die Automatik abgeschaltet. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ich habe die Automatik ja abgeschaltet. Das heißt also, er weist nicht mehr automatisch zu. Aber dann soll er halt einfach sagen, okay, ich habe hier keinen Sapien in der Nähe im Umkreis. Wir können das nicht bauen. Dann kann ich einen zuweisen. Der muss es lernen. Aber das Lernen dauert wahrscheinlich genauso lang, wie wenn da von oben jemand runterläuft und das macht. Ne? Und jetzt müssen wir mal schauen, ob die tatsächlich, das ist Torch, der, und jetzt schauen wir mal, der delivering hay for building a hatch, aber er ist noch nicht mal, er baut das Ding noch nicht mal, dann, ja, also der ist noch nicht mal ausgebildet dafür, dass er das Ding dann baut. Das heißt, der liefert jetzt ein Heu dahin. Er liefert jetzt ein Heu dahin. Und dann ist sozusagen, dann geht der Bau von diesem Dach hier in die nächste Stufe, dass es dann tatsächlich gebaut wird. Und bei ihr bin ich mir gar nicht sicher, weil sie ist hier unten nicht. Ich meine, die ist relativ markant vom Aussehen. Ist es er hier? Da kommt noch jemand. Delivering hay for fuel a torch. Ja? Also ihr versteht, was ich meine.
Ihr versteht, was ich meine. Und dann ist hier Delivering. Okay, was deliverst du und wohin? Heu. Er bringt jetzt Heu darunter. Das heißt, wenn ich sicher sein will, dass das nicht passiert, dass hier Heu über eine Riesendistanz getragen wird, dann muss ich hier unten tatsächlich erst dafür sorgen, bevor ich irgendwas anderes mache, Betten bauen und Thatch Roof, muss ich erst dafür sorgen, dass hier unten genügend Heu ist. Weil wenn hier kein Heu ist, dann führt es wohl dazu, dass die Leute da über 100 Kilometer weit geschickt werden, um Heu irgendwo hin zu transportieren. Und das Phänomen ist jetzt auch irgendwie neu. Da stehen jetzt 3, 4 Sapiens rum. Mehr, 5. Die stehen jetzt hier. Und da nochmal. Und ich weiß nicht, was das Problem ist. Warum die ihr Bambus da nicht abliefern? Warum liefern die ihr Bambus nicht ab? Ich kann jetzt die 3 mal selektieren. Und sagen, geht mal hier hin. Aber dann stehen die wahrscheinlich da. Und wenn ich denen da sage, geh mal hier hin. Sehen wir jetzt gleich. Dann stehen die halt da und tun nichts. Also was ist euer Problem hier? Dass ihr da steht und kein und euer Bambus nicht abliefert. So, jetzt kommt er an und liefert für dieses Dach, nee, gar nicht mal, für dieses Dach das Heu. So, jetzt ist hier sie zugeordnet, um das Ding zu bauen. Und jetzt hat sich hier scheinbar irgendwas gelöst dadurch. Aber wo ist jetzt sie? Jetzt ist er wieder. Er baut. Er baut jetzt tatsächlich das Dach hier. Aber er lernt. Ja. Also wir haben jetzt 5, 6 Sapiens hier runtergeschickt, aber keiner von denen ist Thatch Building. Die haben alle das Heu dahin getragen. Also die Logik, die Logik ist noch nicht wirklich. So, was ist mit dir? Du willst rasten. Okay, dann tu das. Okay, er setzt sich da aufs Bett und tut es. Meine Sorge ist nur, wir haben jetzt Nachmittag und die Dächer sind wieder nicht fertig. Das heißt, die Sapiens, die hier unten sind, können hier nicht schlafen. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile ein paar Betten. Aber so wie es. Und wir haben die Fackeln am Brennen immerhin. Das ist auch gar nicht so schlecht. So, er lernt es. Jetzt habe ich denn irgendjemand hier, der schon Thatch Building kann? Kannst du schon Thatch Building? Stone Thatch Building? Nein, kannst du nicht. Kannst du Thatch Building? Ja, du bist auch noch am Lernen. Kannst du Thatch Building? Nee. Du kannst auch kein Thatch Building. 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 Du kannst auch keins. Du kannst auch nicht Thatch Building. Du kannst auch nicht. Wir haben keinen einzigen. Du sowieso nicht. Wir haben keinen einzigen Sapiens hier, der Thatch Building kann. Das heißt, wir können jetzt nur darauf hoffen, dass er es schnell genug lernt. Jetzt ist Nachmittag, dass er es schnell genug lernt und uns die Dächer noch fertig baut.
Gut, die restlichen Sapiens mähen Rasen. Das ist auch wichtig, weil wir dann hier das Heu brauchen für die Betten und für unsere Setch-Kisten. Ne? Das ist schon okay. Das passt jetzt. Gut, die Seeds wollten wir auch aufräumen, das ist auch klar, weil wir gesagt haben, wir wollen dann unseren Bambushain bauen. Also es ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Nervenkitzel. Wie schnell lernt er das Thatch Building? Und werden dann die Dächer noch rechtzeitig fertig, damit unsere Sapiens hier schlafen können. Ich meine, wir haben jetzt wenigstens Betten für alle. Das heißt, im Zweifelsfall schlafen sie im Bett, aber draußen. Das kann man zur Not noch verschmerzen, ne? Das könnte man zur Not noch verschmerzen. Was ist mit dir? Idle. Du kannst auch nicht Setch Building. Geh du mal hier hoch. Wenn schon, denn schon. Und was machst du? Delivering. Du deliverst wieder irgendwas, aber du kannst auch nichts, was wir brauchen da unten. Ne? Gut, jetzt kann ich sagen, lern Planting. Er liefert da irgendwas runter. Und jetzt kann ich sagen, okay, ihr hier, geht bitte alle heim. Dann seid ihr wenigstens abends schon hier. Was machst du? Delivering. Der delivert wieder irgendein Heu da nach unten. Und sie war auch eine Setch Building, aber sie ist geh du auch mal heim. Die war eine der, die unsere Dächer hätte bauen sollen. Mal zwischenzeitlich. Aber dann hat sie, denke ich, aufgegeben. So, und er. Ja, er geht, so wie es ausschaut, wenigstens zur Straße. Und nein, geht er nicht. Kann ich dich umleiten? Kann ich dich wenigstens zur Straße leiten, dass du so schnell wie möglich zur Straße kommst? Ich meine, es ist jetzt abends. Der kommt nicht mehr vor abends an. Geh heim. Geh hier heim. So. Das heißt aber jetzt möglicherweise habe ich ein Problem, weil da unten jetzt irgendwie zwei Heu fehlen, die jetzt nicht mehr geliefert werden. Ne? Ja, er delivering hay for building a thatch roof. Genau, also er liefert jetzt wieder noch irgendein Heu dahin für ein Dach. Naja, immerhin, er scheint jetzt fast fertig zu sein. Er lernt es. Also das Dach wird jetzt auf jeden Fall noch fertig. Und ich hoffe mal, dass der Rest dann auch, dann weiß man dich, sobald du das kannst, weiß man dich dazu zum nächsten Dach. Und da haben wir jetzt hier auch die Betten. Das heißt, wir haben wenigstens die Chance, dass die Sapiens, die hier unten jetzt sind, hier schlafen und unterm Dach schlafen können. Das ist echt eine Zitterpartie. Das ist echt eine Zitterpartie hier. So, jetzt hoffe ich mal, er ist demnächst fertig. Ja. So, hast du das fertig gebaut? Ja, das hast du fertig gebaut. So, das heißt, ich weise dich jetzt zu. Du kannst nämlich das Setch Building. Du kannst Setch Building.
Nee, ich weise dich jetzt zu. Ja, ich weise dich jetzt hier zu. Du sollst es bauen. Weil die lernt jetzt, die lernt jetzt hier. So, wo gehst du jetzt hin? Du holst dir jetzt Heu. Okay. Ich vermute mal, das brauchst du hier. Das war wahrscheinlich die Heulieferung, die jetzt hier fehlt. So, er baut hier. Ja, er baut hier das Dach. Building. Ja, er baut hier dieses zweite Dach. Okay, du bist unser Joker jetzt hier. Ganz wichtig. Und dann müssen wir das letzte Dach noch assignen. Und da brauchen wir auch dich. Da ist nämlich jetzt hier die Tante zugeordnet, aber das ist auch nicht besonders ertragreich. Und ich glaube, wenn wir jetzt dich noch erwischen und wenn du nicht eine längere Pause machst, weil du jetzt müde bist, dann kriegen wir das dritte Dach noch gebaut. Und das wäre schon was. So, jetzt hier, genau. Sorry, wenn ich dich jetzt schon wieder assignen muss. Und ich schaue mal kurz, ob ich... Bist du derjenige, der Thatch Building kann? Nein. Du bist der Falsche. Das heißt, wir müssen den dazu ordnen. Wo bist du? Wo bist du? Bist du das? Nein, er ist es hier. Er ist es hier. So, weil er kann Thatch Building und jetzt sehen wir, das sehen wir jetzt auch gleich. Die sehen ziemlich ähnlich aus, beide Bärte, aber der eine hat irgendwelche Rasterlocken. Ja? Und er kann kein Thatch Building hier. Aber er kann hier, und das sehen wir auch, weil das Dach jetzt relativ schnell passiert. So, das Dach wird fertig. Und die Betten sind auch fertig. Das heißt, wir haben hier Betten und wir haben ein Dach drüber. Und dann ist wenigstens das Ziel ist erreicht. Und hier kommen noch welche. Was macht ihr? Was macht ihr beiden denn hier? Moving towards home. Nein. Geh du mal hier hin und geh du mal auch hier hin. Weil ihr solltet heute hier unten schlafen. Ihr kommt nicht mehr nach Hause. Und jetzt müssen wir da oben nochmal kurz schauen, ob da nicht nur irgendjemand... Ja, da haben wir nämlich nur jemand. Die müssen wir auch nach Hause schicken. Okay, das ging heute wesentlich besser immerhin. als gestern, als das letzte Mal. Es ist schon, das ist echt eine Herausforderung, diese Arbeitsaufteilung. Das ist echt eine Herausforderung. So, die laufen jetzt da runter, das ist gut. A mud brick column has been damaged by a rain. Ich vermute mal, wo ist das? Haben wir hier eine mud brick column? Ja, das ist tatsächlich mud brick. Aber das wird schon repariert. Okay. Ah, ja gut, also du läufst eh schon heim. Das ist super. Du kommst auch, denke ich, noch heim. Und ihr seid hier jetzt auch dann bald da. Und wir haben hier tatsächlich jetzt ein Dach über den Kopf. Das heißt, die sind alle inside. Alle Betten sind inside.
Und jetzt wird hier noch, werden die Wände gebaut. Das ist ja okay. Die lernen jetzt und bauen jetzt noch die Wände. Aber das ist jetzt nicht mehr so entscheidend. Wichtig ist jetzt hier, dass tatsächlich diese Betten alle unter Dach sind. Und wir haben jetzt wie viele Sapiens hier unten? Immerhin 15. Okay, das ist ja schon was. Das heißt, wir können morgen mal sachte beginnen, hier die Arbeitsaufträge wieder zuzuweisen, die wir hier noch haben. Rasen ist ja alles gemäht. Wir haben noch, das ist gut mit den Schlitten, das ist echt gut. Wir haben noch Raspberries, wir haben Bananen und wir haben noch Gooseberries. Und Gooseberry Bush. Und da sollten wir tatsächlich sagen, wir pflanzen die wieder. Gut, da sind jetzt noch ein paar im Lichtkegel der Fackel, deswegen trägt er jetzt da noch hin. Aber er ist demnächst, wenn er müde ist, ja, und dann geht er ins Bett, das ist kein Problem. Und alle sind hier im Bett. Da ist keiner mehr, der irgendwie außen vor ist. Ein paar sind hier auch im Bett. Also hier unten ist alles in Ordnung. Ich klopfe auf Holz, das ist wirklich wichtig. Gar nicht so einfach. Und hier schaut es auch gut aus. Wir haben hier auch alle im Bett, würde ich sagen. Ein paar schlafen. Einer schläft immer noch beim Nachbarn hier. Die schläft immer noch beim Nachbarn. Okay, ist ja okay. So, und das hier wird gar nicht so gut angenommen. Gesundheit, danke. Ja, also, da müssen wir schauen, dass wir in der nächsten Folge hier tatsächlich eben das mal hier. Es geht jetzt in erster Linie mal darum, dass wir hier die Anpflanzung fertig kriegen, dass wir hier eine die Nahrungsversorgung klar haben. Ne? Und dann müssen wir eigentlich, wenn wir hier eine dauerhafte Siedlung einrichten, dann brauchen wir auch noch die Medizin hier. Das heißt, wir müssen, denke ich, auch einen kleinen Kräutergarten anlegen, die Blumen hier runterbringen irgendwie. Das sollten wir aber auch schaffen. Und dann brauchen wir hier natürlich ein paar mehr Sapiens als die 16. Da brauchen wir so 20, 30 Sapiens. Und dann müssen wir hier tatsächlich den Hafen anlegen und bauen. Aber gut, erstmal glaube ich, haben wir die akute Krise ein bisschen überwunden. Wir sind hier jetzt so am Laufen. Und wenn mal unsere Sträucher hier gewachsen sind, dann haben wir erstmal ja auch eine Basis Nahrungsversorgung. Dann holen wir uns nochmal von oben Getreide, weil Brot vielleicht auch keine schlechte Idee ist, so eine kleine Brotproduktion anzuschmeißen. Vor allem, wenn wir mehr Sapiens hier unten haben. Und dann sollten wir mit unserem Obstgarten hier und der Brotproduktion genügend so für 20, 30 Sapiens produzieren, dass die kontinuierlich was zu essen haben. Und dann können wir mit denen hier sachte beginnen, eben diesen Hafen zu bauen. Das war hier ausbuddeln bis hierhin und hier ein Hafenbecken, keine Ahnung wie groß, aber das müssen wir nur überlegen. Und dann brauchen wir ein paar Lagerschuppen. Und genau. Ja, also das ist schon nicht ohne das Projekt, aber wir kommen dahin, denke ich. Also ihr seht schon, das ist nicht ganz so einfach tatsächlich. Deswegen war ich bisher so auf dieser einen großen Stadt, weil da sind alle Sapiens zusammen und wenn du Arbeitsaufträge vergibst, dann laufen die alle dahin, dann ist das erledigt und wenn da irgendwie 100 Leute, was weiß ich, Bambus ernten, dann ist das auch ruckizucki erledigt. Das ist der Vorteil. Aber wo wir echt noch, glaube ich, ein Problem haben in dem Spiel, ist tatsächlich diese Arbeitsverteilung sauber hinzukriegen, dass das funktioniert, dass man das klar trennen kann und sagen kann, hier. Und wenn hier
10, 15 Sapiens da schon hinlaufen, dass dann tatsächlich wenigstens welche dabei sind, die auch den Job machen können. Also, und ich nicht mühsam hier vor Ort dann die Leute erst ausbilden muss mit Setchbuilding und was weiß ich alles. Naja, also, ich weiß ja nicht so richtig. Da muss man tatsächlich nochmal überlegen, wie wir das gebacken kriegt. Wie immer, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen und beim Selberspielen. Lasst gerne ein paar Kommentare da, wenn ihr ein paar Tipps und Tricks kennt oder wenn ich hier was falsch mache. Schließe ich ja auch nicht aus, dass ich hier vielleicht einfach auf dem Holzweg bin und ein paar Sachen einfach nicht richtig mache. Mal schauen. Aber lasst gerne einen Kommentar da. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.